Dann setzen wir die Diskussion eigentlich fort. Begonnen haben, denn der nächste Vortrag trägt den wahrlich paradigmatischen Titel Die Nationaloper. Wir sind sehr gespannt und ich darf Ihnen den Referenten ganz kurz vorstellen. Michael Walter hat studiert Musikwissenschaft und Geschichte an den Universitäten Marburg und Gießen. In Marburg wurde er promoviert, danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann wissenschaftlicher Assistent für Sozialforschung in der Abteilung Historische Verhaltensforschung der Universität Stuttgart. Dort hat er sich 1993 habilitiert. Er war dann von in den 90er Jahren Hochschuldozent für systematische Musikwissenschaft im Wissenschaftsinstitut der Universität Bochum und seit 2001 Universitätsprofessor für Musikwissenschaft und Leiter des Instituts der Karl-Franzens-Universität in Graz. Er hat neben dem Buch zum Mittelalter eben auch vor allem sehr viel über Musiktheater gearbeitet, Dissertation über Giacomo Meyerbeer, dann aber auch Werke wie bekannt sind Hitler in der Oper, deutsches Musikleben 1919 bis 1945 oder auch die Oper ist ein Irrenhaus, Sozialgeschichte der Oper im 19. Jahrhundert. Zu erwähnen noch das Buch Richard Strauss und seine Zeit von 2000, aber auch abseits des Musiktheaters etwa ein musikalischer Werkführer über Haydns Symphonie. Das kleine Skizze des Schaffensspektrums und jetzt eben, wie schon gesagt, die Nationaloper. Wir sind gespannt. Ja, ich neige gelegentlich zum Grundsätzlichen, wie einige hier wissen. Als vor nunmehr etwas über 30 Jahren Karl Dahlhaus in seinem Buch über die Musik des 19. Jahrhunderts jenen kurzen Abschnitt über Nationalopern aufnahm, der auch heute noch zu den zentralen Texten über dieses Phänomen zählt, fasst er unter dem Begriff Nationaloper nur wenige Opern zusammen. Ich habe es Ihnen einfach, Sie sehen, die Technik funktioniert wieder, hier zusammengestellt. Das ist von Klinke natürlich Schischen Sazaria oder Ivan Susanin, dann die Podana Nevesta, die verkaufte Braut von Smetana. Bei Dalibor war er sich nicht so ganz sicher. Er hat es als offizielles Hauptwerk in programmatischen Nationaloper bezeichnet, was mit der Rezeption natürlich nicht zusammenstimmt. Dann von Erkel Bank Ban für Ungarn und natürlich Juskus Halka. Weder erwähnt er den Freischütz noch Wagners Meistersinger, also gerade die zwei Opern, an denen sich in Deutschland eine Debatte um die Nationaloper im 19. Jahrhundert entzündet hatte. Gewiss, Dahlhaus behandelte exemplarische Beispiele, aber man konnte um 1980 auch nicht wesentlich mehr Opern unter den Begriff der Nationaloper subsumieren. Das änderte sich erst am Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Zahl der sogenannten Nationalopern sprunghaft wuchs. Als Beispiel nehme ich William Everett, der die Liste 2004, das ist die obere Hälfte, zum Beispiel um Paatius Kung Karls Jagd, als finnische Nationaloper erweitert hat, dann um Hamish McCanns Gene Deans, als schottische Nationaloper, dann für Kroatien steigt die Zahl schon sprunghaft, ich lese das jetzt im Einzelnen nicht vor. Später fügte Everett dann in einem weiteren Aufsatz seiner Liste noch hinzu, und ich nenne nur die, die er explizit so bezeichnet hat, implizit gibt es noch mehr, von Johann Gottlieb Naumann, Gustav Vasa, wahrscheinlich werden wir darüber ja noch was hören, dann von Smetana, die Brandenburger in Böhmen, Dalibor und Libussa. Mittlerweile ist die Forschung über die Nationaloper seit einigen Jahren richtig in Schwung gekommen. Das betrifft mehr noch als die Musikwissenschaft die historische und hier wiederum die ost- und südosteuropäische historische Forschung. Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens ist seit geraumer Zeit die Frage nach Identitäten in vielen Geisteswissenschaften zu einer der zentralen Forschungsfragen geworden. Zweitens spielt natürlich, und das ist ein eher europäisches Phänomen, die Erweiterung der EU eine Rolle, durch die auch in den Geisteswissenschaften südosteuropäische und osteuropäische Länder zunehmend in den Blick genommen werden, beziehungsweise auch deren Forschungen rezipiert werden. Das betrifft auch die Forschung zur Musik. Diese Erweiterung des Forschungsfelds führte vor allem aus methodischen Gründen wiederum zu zwei sehr unterschiedlichen Annahmen über die Nationaloper. Einerseits wurde der Begriff erheblich ausgeweitet und umfasst nunmehr bei einigen Autoren auch die Opern Wagners, insbesondere die Meistersinger. Andererseits ist jüngst aber auch die Existenz von Nationalopern komplett bestritten worden. Stattdessen wurde postuliert, dass es in den ost- und südosteuropäischen Ländern selbstständige nationale Operntraditionen gäbe, die weiter zurückreichten
als die der Nationalopern. Also Gerhard hat ein Beispiel für Polen zum Beispiel gebracht, das genau in eine solche Argumentation hineinfallen würde. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Diese andere vor kurzem publizierte These, dass es nämlich keine Nationalopern gebe, weil diese sich infolge ihres romantischen Stils musikalisch nichts von anderen Opern unterscheiden würden und man stattdessen besser die nationalen Traditionen als Ganzes in den Blick nehmen solle. Diese andere These scheitert daran, dass nicht jedes marginale serbische nationalsprachliche Singspiel auf dem Balkan eine Operntradition begründet. Und dass das vage Kriterium eines gemeinsamen romantischen Stils, was immer das sein soll, unpräzise und ohne Aussagekraft ist. Oder in anderen Worten, je weicher man die Kriterien definiert, die man verwendet, desto eher kommt man zu dem Schluss, dass eigentlich alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Unter dem Begriff des Romantischen nämlich. Zudem wird die These untermauert durch die Behauptung, dass die Opern der politisch und ökonomisch mächtigsten Länder zu internationalen Opern erklärt würden, jene der politisch und ökonomisch peripheren Länder aber zu nationalen Opern abgewertet würden. Wo denn in Italien im 19. Jahrhundert jene ökonomisch und politisch mächtigen Länder gewesen sein könnten? Oder warum denn nach dieser Logik nicht das in St. Petersburg durchaus beliebte deutsche Singspiel zu einer zentralen Operngattung avancierte, bleibt hierbei jedoch eine offene Frage. Natürlich gab es auch in Russland vor Ein Leben für den Zaren schon Opern. Aber seit dem Ende des 18. Jahrhunderts eben als Import der italienischen Opern und in Bezug auf das 19. Jahrhundert muss man die Existenz der russischsprachigen Opern Rostorgskis nicht leugnen, um festzustellen, dass schon von den russischen Zeitgenossen Klinkers Zarenoper als initiales Werk einer russischen Operntradition begriffen wurde. Und zwar ein Werk, das qualitativ alles bisher Vorhandene überragte. Das Gleiche ließe sich etwa über Erkels Opern in Ungarn und natürlich über Webers Freischütz sagen. Man darf, wenn man die Frage der Nationaloper behandelt, nicht vor Werturteilen zurückschrecken, denn bei den Zeitgenossen waren diese Werturteile für die Charakterisierung einer Oper als Nationaloper im emphatischen Sinne zentral. Ich sage absichtlich im emphatischen Sinne und werde gleich erläutern, was ich damit meine, denn eines der Probleme der gegenwärtigen Forschung ist, dass sie den Begriff der Nationaloper, so wie er im 19. Jahrhundert gebraucht wurde, nicht differenziert. In Musikzeitschriften des 19. Jahrhunderts wird der Begriff Nationaloper häufig gebraucht, nicht nur in deutschen, sondern in der entsprechenden nationalsprachlichen Formulierung auch in italienischen oder französischen. In der Regel sind damit Opern gemeint, deren Libretto in einer Sprache abgefasst war, die nicht eine der beiden Standardsprachen der Opernproduktion war. Das heißt also, dass letztlich alle Opern, deren Originalsprache nicht italienisch oder französisch war, als Nationalopern oder nationale Opern bezeichnet wurden. Es hatte mit einem politischen Nationenbegriff nichts zu tun, sondern nur mit dem kulturellen Sachverhalt der Aufführungssprache. Und aus dieser Sicht mutierte denn auch Mozarts Don Giovanni in Deutschland zu einer nationalen Oper, nämlich wenn er in deutscher Sprache und mit gesprochenen Dialogen gespielt wurde, was nicht selten war. Und ebenso wurde allerdings fälschlich in der Pariser Revue et Gazette Musicale 1836 eine Übersetzung von Meyerbeers Hugenotten ins Tschechische unter dem Titel Die Schweden in Prag als neue tschechische Nationaloper angekündigt. Als in London 1853 der Plan einer englischen Nationaloper diskutiert wurde, war damit die Übersetzung von Opern des Standardrepertoires ins Englische gemeint. Denn, wie ein Beobachter schrieb, sollten die englischen Nationalopern nur von englischen Komponisten stammen, würden wir bald am Ende sein, besonders was die Komponisten betrifft. Diese Oper wird übrigens 1854 mit der ersten englischen Nationaloper eröffnet. Das war Obias Fra Diavolo in englischer Übersetzung. Daneben gab es noch den Begriff der Nationaloper im emphatischen Sinn, also eine Oper, die nicht nur typisch für die Nation sein sollte oder als solche empfunden wurde, sondern auch als initiale Oper für eine nationale Operntradition, von der sich dann allerdings meist herausstellte, dass sie nicht zustande kam. Die Nationaloper war ihrer Idee nach innerhalb der Nation dem politischen und ästhetischen Parteienstreit enthoben. Sie zielte allein auf die kulturelle Manifestation der eigenen Nation
und war politisch nicht gegen andere Nationen gerichtet. Die explizit um die Nationaloper geführte Diskussion war jedoch eher ein Minderheitenprogramm. Sie wurde geführt von Intellektuellen, Musikästhetikern und Musikjournalisten. Eher weniger zählten zu dieser Gruppe auch Komponisten wie etwa Karl Maria von Weber, später auch Richard Wagner. Überwiegend versuchten die Komponisten, sich auf die Diskussion nicht einzulassen, was aber nicht selten misslang, etwa im Falle von Smetana oder von Seitz. Man ist mittlerweile gewöhnt, dass die Frage der Nationaloper im Zusammenhang mit den Nationalbewegungen des 19. Jahrhunderts diskutiert wird, mit den politischen Nationalbewegungen. Und das ist gewiss nicht falsch, schlägt aber häufig in eine romantisierende Darstellung um. Die Literaturwissenschaftlerin Christina Lajoschi hat 2008 festgestellt, die Nationaloper sei ein typisches und populäres Genre im 19. Jahrhundert gewesen. Ein Lieu de mémoire der Nationen. Um ihre These zu untermauern, wies sie auf die politische Bedeutung von Opern nach der Französischen Revolution hin. Zum Beispiel darauf, dass Verdis War Pensiero Chor aus Nabucco eine Art Nationalhymne des Risorgimento gewesen sei. Oder Aubiers La Muette de Portici die belgische Revolution von 1830 ausgelöst habe. Und die Oper generell eine zentrale Rolle bei den Umstürzen des 19. Jahrhunderts gespielt habe. Dass die Oper eine solche politisch wichtige Rolle gespielt hätte, ist ein schöner Gedanke, der allerdings unglücklicherweise an der historischen Wirklichkeit scheitert, wie schon ein kurzer Blick in die einschlägige Sekundärliteratur verraten hätte. Weder ist Verdis Chor eine Hymne des Risorgimento gewesen, noch hat Aubiers Oper die Revolution in Belgien ausgelöst und auch umsturzbefördernde Opern sind eher unbekannt. Wichtig aber ist, dass gerade das Publikum der Oper in der Regel kein Interesse an irgendwelchen Umstürzen hatte, weil es ja gerade innerhalb der existierenden Verhältnisse gesellschaftlich und politisch avancieren wollte. Grundsätzlich reflektiert die Oper seit ihrem Bestehen politische und soziologische Veränderungen einer Gesellschaft, aber eben erst post festum. Die Oper ist ein Seismograf für die Mehrheitsmeinungen der Eliten, aber nicht für drohende Revolutionen. Nationalopern sind darum ein Reflex auf existierende und etablierte Ideen vom Vorhandensein einer Nation. Sie reagieren auf das Bewusstsein einer nationalen Identität als kultureller Identität, schaffen diese aber nicht, weil die Idee der Kulturnation Voraussetzung der Nationaloper ist, aber nicht ihre Folge. Das unterscheidet die Oper ganz erheblich von den Druckmedien. Die, folgt man Anderson, maßgeblich an der Etablierung der Idee der Nation beteiligt waren. Die von Dahlhaus genannten Nationalopern, die um einige wenige Werke zu ergänzen wären, verfolgen keine politische Richtung, etwa in jenem Sinne, dass sich in ihnen ein Nationalismus äußert, der gegen eine andere Nation gerichtet ist. Es ging gerade nicht um die Abgrenzung nationaler Identität von anderen nationalen Identitäten. Für Weber, Klinker, Smetana oder Seitz ging es immer darum, Opern zu schaffen, deren ästhetischer Rang dem Rang der bereits existierenden, bedeutenden italienischen, französischen oder auch deutschen Werken kompatibel war. Diese Haltung ist die aller Komponisten der Nationalopern. Es ging ihnen darum, ein oder bestenfalls mehrere Werke zu schaffen, die zeigen, dass es einen Bruch zu den bereits existierenden nationalen, aber für das europäische Repertoire völlig unerheblichen Opern in nationaler Sprache gab. Die neuen Opern in russischer, tschechischer oder kroatischer Sprache sollten Opern sein, deren ästhetische Bedeutung nicht hinter jener der Hauptwerke des internationalen Repertoires zurückstand. Darum war Smetana erbost darüber, dass die verkaufte Braut den Tschechen als Manifestation einer Nationaloper galt, denn in den Augen des Komponisten war diese Oper ein Nebenwerk von eher geringer ästhetischer Bedeutung. Das Nationale der Nationalopern war das Bestreben, den Nachweis der kulturellen Gleichwertigkeit mit anderen europäischen Nationen zu liefern. Im deutschen Diskurs über die Nationaloper, aber auch zum Beispiel im kroatischen, wird darum immer wieder Nationaloper mit Weltoper gleichgesetzt, wobei Weltoper als gattungsspezifischer Gegenbegriff zur goethischen Weltliteratur zu verstehen ist. Schon 1795 wird in Heinzes Hildegard von Hohenthal unter einer deutschen Oper eine Oper verstanden,
die allgemein gefalle, nämlich in Frankfurt, Dresden und Berlin, aber eben auch in Neapel, Paris und London. Und Anton Rubinstein nimmt diese Vorstellung 1855 wieder auf, nämlich in dem im Zirkel um Balakirev Empörung auslösenden Vorwurf gegenüber Klinker, seine Opern seien provinziell, weil der Gebrauch von Volksmelodien ihrer Verbreitung als Weltopern hinderlich sei. Auch der Freischütz war deshalb als Nationaloper erfolgreich, weil in ihm, in den Worten Wilhelm Heinrich Rieles, der Glanz des europäischen Erfolges um die Wette mit den Triumphen Rossinis strahlte. Als Gegenbegriff zur Nationaloper war dem 19. Jahrhundert darum der neuerdings in der Forschung aufgetauchte Begriff der internationalen Oper fremd. Es gab Werke, die supranational waren und insofern auch Gültigkeit für die politischen und ökonomisch peripheren Gebiete hatten. Und die Nationalopern sollten Teil dieses supranationalen Repertoires werden, das nicht mit einem Kanon zu verwechseln ist. Die Gattung Oper, deren Wurzeln eben nicht in der Antike liegen, wurde schon im 17. Jahrhundert als Gattung begriffen, die eine spezifisch europäische Erfindung des frühneuzeitlichen Europas war und weder in der Zeit vor 1600 noch in anderen Erdteilen Parallelen hatte. Von Anfang an war die Oper sowohl mit der Demonstration von Bildung und Modernität verbunden gewesen, wie auch der Repräsentation eines Anspruchs auf supraterritorialen oder supranationalen politischen Einfluss. Die Partizipation am Phänomen Oper war dementsprechend die Manifestation der Zugehörigkeit zum europäischen Kulturkreis oder genauer zu dessen politisch und kulturell maßgeblichem Ausschnitt. Es ging bei den Nationalopern darum mehr um die Gattung Oper, um die Gattung Oper an sich, als um identitätsstiftende Handlungen. Anders lässt sich kaum erklären, dass sich der Held der kroatischen Nationaloper nicht für Kroatien, sondern für den Kaiser und den ungarischen König opfert, während in der Realität die Ungarn gewissermaßen der Staatsfeind Nummer 1 in Zagreb um 1870 waren. Wenig identitätsfördernd ist auch die Sozialkritik am moralisch verderbten polnischen Adel in Halka. Max im Freischütz ist bei Lichte besehen noch nicht einmal ein Deutscher, sondern eigentlich ein Tscheche. Und bezweifeln kann man auch, dass es maßgeblich zur Identitätsstiftung beiträgt, wenn der Höhepunkt ungarisch-musikalischen Lokalkolorits in Bang Ban ausgerechnet in jener Szene erreicht wird, in der die weibliche Protagonistin Melinda endgültig dem Wahnsinn verfällt oder wenn der Refrain von Petturs Trinklied nichts anderes als eine Paraphrase des Gaudiamus Igitur ist. Idealiter und unabhängig von der tatsächlichen Aufführungspraxis war die Oper ein Elitenphänomen, sowohl in sozialer als auch in politischer Hinsicht. Oder anders ausgedrückt, die Kulturalität der Eliten in den politisch führenden Territorien und Nationen drückte sich dadurch aus, dass jene, die sich als europäische Eliten verstanden, die Oper besuchten. In dem Maße, in dem das Bürgertum im 19. Jahrhundert einen Einfluss gewann oder gewinnen wollte, strebte es in die Oper. Das heißt nicht, dass die Oper, wie gelegentlich zu lesen ist, soziologisch gesehen verbürgerlicht wäre. Vielmehr ist vom Gegenteil auszugehen. Im Opernbesuch manifestierte das Bürgertum seine Absicht, sich dem Adel anzunähern und ihm gleichwertig zu werden. Und die von Herrn Osterhammel betonte Globalisierung der Oper im 19. Jahrhundert scheint dem gleichen Muster zu folgen, nicht nur in den peripheren Gebieten Europas, sondern auch dort, wo Opern außerhalb Europas gespielt wurden. Denn dort war die Oper immer auch ein bewusstes Zeichen kulturellen Avancements, ein Zeichen der kulturellen und dadurch auch politischen Gleichwertigkeit zur Kultur Europas. Das Opernhaus sei, nach den Worten eines kanadischen Abgeordneten 1892, ein Anzeichen für das fortgeschrittenste bürgerliche Leben. Eine Halle, die dort entstanden sei, wo früher der Büffel graste und die jenen Künsten gewidmet sei, die den March of Culture kennzeichneten und die Refine, Elevate and Stamp the Civilized Man. Das Protokoll vermerkt an dieser Stelle Cheers. Insofern war die Oper ein Symbol für einen gemeinsamen und gleichwertigen Kulturraum der Eliten oder jener, die diesen Status anstrebten. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es geradezu fahrlässig gewesen, eigen und offensichtlich für die Weltoper unbedeutend Operntraditionen fortzusetzen. Dass es hierbei in der Praxis gerade nicht um das in das Innere der Nation wirkende national-volkstümliche ging, macht der Widerstand der Komponisten gegen die Einfügung von Volksmelodien in ihre Opern deutlich.
Der Kroate Seitz verzichtete stillschweigend auf Volksliedmelodien, bis er durch öffentlichen Druck gezwungen wurde, zwei Volksmelodien in sein Zrinjski einzufügen, ohne dass dies für den Stil der Oper irgendwelche Konsequenzen gehabt hätte. Und um das hinzuzufügen, offenbar auch ohne, dass diese Volkslieder irgendwie bekannt gewesen wären im Publikum. Und Juschko argumentierte in einem Privatbrief, man könne Volksmelodien zumindest nicht unverändert in die Oper übernehmen. Smetana führte den Streit gegen die Inkorporation von Volksliedern letztlich öffentlich. Und die Einfügung schlichter Liedmelodien in avancierte Opern war allen diesen Komponisten aus musikalischen Gründen ebenso undenkbar wie schon für Weber, der das bekanntlich auch nicht getan hat im Freischütz. An dieser Stelle sei im Übrigen am Rande der Hinweis gestattet, dass es niemals die Opern selbst, die sogenannten Nationalopern, dass es niemals diese Opern selbst waren, die im sogenannten Volk populär waren, sondern wenn überhaupt einzelne Stücke, wie etwa der Jungfernkranzchor aus dem Freischütz oder der Uboi-Chor aus Seitz-Zrinjski. In ihrem Popularitätsgrad im sogenannten Volk, also unterhalb des Theaterpublikums, unterscheiden sich die Nationalopern darum nicht von Opern Rossinis oder Opern Verdis. Und gerade an den angeblich volkstümlichen Einfügungen von nationalen Tänzen wird deutlich, dass die Nationalopern keineswegs auf die ganze Nation zielten, sondern auf ein städtisches und in der Regel auch adeliges Publikum, das nicht nur das der eigenen Nation war. Um die Erfolgschancen der verkauften Braut zu erhöhen, die gar nicht als Nationaloper gedacht war, es aber später wurde, fügte Smetana die Polka ein, ein Tanz, der nicht nur in Prag, sondern europaweit im städtischen Publikum populär war. Das galt auch für die Mazurka, nicht nur infolge von Chopins Mazurken, sondern auch infolge der Mazurken von Strauss Vater und Sohn. Also die Mazurka zum Beispiel in Halka. Der Romanzentonfall in Glinkas Zarenoper zielte, worauf schon öfters hingewiesen wurde, zwar auf das städtische Publikum in St. Petersburg, konnte aber mindestens ebenso mit der Popularität der Romanze in Paris und anderen Orts rechnen. Lediglich Erkel scheint das internationale Publikum nicht vor Augen gehabt zu haben, denn der Csárdás als Tanzform war wohl nur im Budapester Bürgertum populär. Das Bestreben, sich ins internationale Repertoire quasi einzuklinken, hat in den meisten Fällen jedoch fatale Folgen, weil sich die Komponisten an existierenden und erwiesenermaßen erfolgreichen Modellen des Repertoires orientierten. Den Erfolg Glinkas in St. Petersburg machte zu einem wesentlichen Teil seinen Rückgriff auf die ihm bekannten italienischen Opern aus, das heißt auf die Opern Bellinis und Donizettis aus den frühen 1830er Jahren. Sich später dem aktuellen Stil Meyerbeers zuzuwenden, weigerte er sich. Wohl auch, weil er Meyerbeer persönlich nicht ausstehen konnte. Auch Seitz kann als Beispiel für einen Rückgriff ins Repertoire genannt werden. Dass das Modell für den solemnen, choralartigen Tonfall des Ouvertürenbeginns, ich führe ihn gleich vor, des Ouvertürenbeginns in Seitz-Zrinjski Meyerbeers Vorspiel zu den Hugenotten ist, die 1876 immer noch ein Schlachtross des Repertoires waren, steht außer Frage, denn Seitz zitiert Meyerbeers Oper auch mehrfach innerhalb des Zrinjski. Die Ähnlichkeit im Thema geht sogar so weit, dass Seitz, wie Meyerbeer auch, den Abschluss des Themas mit hervortretenden Flöten instrumentiert. Und wie Meyerbeer fährt auch Seitz mit einer Mischung aus Figuralvariationen und Durchführung des Themenkopfs fort, bis schließlich das Thema im Fortissimo erscheint. Der Unterschied zu Meyerbeer besteht jedoch nicht nur in der wenig geschickten Instrumentierung von Seitz, sondern auch in der fehlenden Dramatisierung der Musik und vor allem in der banalen, operettenhaften Weiterführung der Ouvertüre, die sinnfällig den ästhetischen Abstand zwischen beiden Komponisten illustriert. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert.
Das braucht man nicht zu lange. Sie merken, es geht weiter im Tonfall, den man von Suppé und anderen kennt. Das zweite Beispiel aus Halka von Moniuszko. In Moniuszkos Halka klingt die Arie der verzweifelten Titelheldin im letzten Akt der Oper streckenweise, als hätte Obiers Stumme von Portici mittlerweile das Singen gelernt. Und das im Folgenden zu hörende Stück folgt strukturell dem Muster Cantabile und Cabaletta con Perticini, wie Sie gleich hören werden. Auch wenn das Cantabile in diesem Fall das Lied der Halka ist und der Mittelteil der Cabaletta, was aber schon zu Donizettis Zeiten, also Mitte der 30er Jahre, nicht ungewöhnlich war, deutlich ausgeweitet ist. So, wo ist es hier? Ich habe meinen Faden verloren. Habe ich die Offenbach-Anekdote schon gebracht? Nein. Thank you.
Das klingt nicht sehr polnisch und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum in einer sehr bekannten amerikanischen Operngeschichte in der vierten Auflage zu lesen ist, Boniuszkus Halka würde die polnische Nationaloper begründen, leider würde es nicht polnisch klingen. Und es sei dann eine ganze Menge andere Opern, die aufgezählt werden, als in der Tradition der polnischen Nationaloper komponiert worden, die leider alle auch nicht polnisch klingen würden. Wo das Nationale der Tradition liegt, weiß man da nicht. Übrigens ist es falsch. Also Hans von Bülow, der junge Hans von Bülow, hat in einer sehr ausführlichen Rezension der Halka sehr wohl auf nationale Elemente hingewiesen. Das ist jetzt hier nicht ganz Thema, aber die sich sicher nicht anhand der Rhythmik oder der Harmonik festmachen lassen. Dieses Stück folgt ganz klar der Logik von Cantabile und Cabaletta. Allerdings folgt der Klavierausdruck dieser Logik nicht. Die Bezeichnung der Nummer ist Lied und Duett auf Deutsch. Wobei das, was ich hier als Cabaletta bezeichnet habe, der Beginn des Duetts von Janusz und Halka ist. Wie sehr irritierend aber das italienische Strukturmoment noch heute wirkt, erkennt man daran, dass es keine Aufnahme gibt, in der die Cabaletta vollständig gesungen wird. Dass das hier der Fall ist, verdankt sich den Errungenschaften der modernen Technik. Da sie wörtlich wiederholt wird, kann man das zusammenkopieren. Üblicherweise wird die Wiederholung drastisch gekürzt oder komplett gestrichen. Dadurch tritt das musikalische italienische Strukturmerkmal zugunsten eines scheinbar allein am Text orientierten und damit dem Wagnerschen Musikdrama näherstehenden Eindruck zurück. Klinker, Seitz und Moniuszko orientierten sich und teilweise wohl aus Unkenntnis neuerer Werke am erfolgreichen Repertoire. Das aber bestand überwiegend aus älteren Opern oder im schnelllebigen Opernbetrieb des 19. Jahrhunderts, aus Opern, die gerade am Veralten waren, wie etwa im Falle Klinkers. Dieser Sachverhalt lässt sich noch am Anfang des 20. Jahrhunderts beobachten. Stanislav Binitschkis serbische Oper Uranko ist ebenso ein Maskanje-Imitat wie Josip Hatzes kroatische Oper Povratak. Nur wurde die erstere 1903 und die letztere 1911 uraufgeführt, also zu Zeitpunkten, an denen die Verismo-Mode schon ziemlich lange abgeflaut war. Ein Weg in das europäische Kernrepertoire konnten solche verspäteten Kompositionen nicht öffnen, denn das westeuropäische Publikum wollte Werke hören, die stilistisch und dramatisch über das bekannte Repertoire hinausgingen und etwas Neues boten. Die Nationalopern konnten diese Diskrepanz zwischen den am Repertoire orientierten Hörgewohnheiten des Heimischen und den am avancierten orientierten Hörgewohnheiten des westeuropäischen Publikums nicht überwinden, was sicher einer der Gründe für ihr Scheitern war. Was mit Ausnahme des Freischütz alle diese Opern nicht schafften, war die aktuellen ästhetischen Fragestellungen der Opernkomposition aufzunehmen oder diesen ein eigenes Modell gleicher Bedeutung gegenüberzustellen, wie das später Wagner getan hat. Insofern waren die Nationalopern in der Regel schon zum Zeitpunkt ihrer Entstehung veraltet, und der Abstand zu den neuesten Opern Verdis und Wagners war erheblich. Dort aber, wo dieser Abstand bewusst verringert wurde, etwa im Dalibor Smetanas, setzten sich die Komponisten im Vorwurf des unnationalen Stils aus. Es kamen noch andere Gründe für das Scheitern der Nationalopern im internationalen Repertoire hinzu, die hier nur genannt, aber aus Zeitgründen nicht näher erläutert werden sollen. Ein Problem waren zum Beispiel die schlechten Übersetzungen. Bei Klinkers Zarenoper kam die beabsichtigte Übersetzung ins Deutsche nämlich gar nicht erst zustande. Im Falle Seitz gilt, dass er ein guter Operettenkomponist gewesen war, aber das führte zum Scheitern seiner Oper, trug mit dazu bei, aber schon technisch mit der Komposition von Opern überfordert war, zum Beispiel im Hinblick auf die Instrumentierung. Im Falle von Erkels Bankbann mögen Zensurprobleme in Wien für die fehlende Verbreitung eine Rolle gespielt haben, aber auch der dramaturgisch ja sehr gut begründete, aber dennoch penetrante Csárdás-Tonfall hätte wohl einer weiteren Verbreitung entgegengestanden. Ein immer wieder virulentes Problem für alle Nationalopern war jenes der fehlenden guten Librettisten. Das gilt auch für Deutschland natürlich. Aber angesichts der Tatsache, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Komponist nicht mehr gezwungen war, ein schlechtes Libretto ohne die notwendigen dramaturgischen Eingriffe zu komponieren, bleibt dann doch nur festzustellen, dass es die Komponisten waren, die an der Erwartung, eine national und zugleich international wirkungsvolle Oper zu komponieren, scheiterten, weil sie das Niveau der Weltopern manchmal weit und manchmal weniger weit verfehlten.
Die Frage von Wagners Meistersingern als Nationaloper ist eine, die man lange diskutieren kann. Was ich hier nicht tun will, ich will nur auf einen Aspekt hinweisen. Die Ausweitung auch der Forschung auf die Meistersinger als deutsche Nationaloper basiert auf dem zeitgenössischen Diskurs, der geprägt wird von den Wagner-Anhängern. Es gibt natürlich auch die andere Seite, die Seite der Wagner-Gegner. Dabei ging es nicht ums Nationale, sondern um die ästhetische Qualität der Oper. Nirgends wird dieser Streit so deutlich wie in der folgenden Anekdote, wobei es nicht so sehr auf den wohl erfundenen Inhalt der Anekdote ankommt, sondern darauf, dass sie genussvoll von deutschen Zeitungen verbreitet wurde, weil sie nämlich den zentralen Punkt des Streits betraf. Angeblich soll Wagner Jacques Offenbach ein Exemplar seines Judentums in der Musik geschickt haben, worauf Offenbach ihm schrieb, es wäre besser, wenn er, Wagner, Musik komponieren würde, statt Bücher zu schreiben. Daraufhin soll Wagner die Meistersingerpartitur an Offenbach geschickt haben, der wieder prompt antwortete, diesmal allerdings mit der Bemerkung, lieber Wagner, wenn ich es recht bedenke, wäre es doch besser, wenn Sie sich auf das Schreiben von Büchern beschränken würden. In der Anekdote wird nicht nur der ästhetische Streit angesprochen, sondern auch der von den Zeitgenossen gesehene Zusammenhang der Meistersinger mit Wagners umstrittener Schrift Das Judentum in der Musik. Ich bringe das Beispiel der Meistersinger hier nur, um darauf hinzuweisen, dass die Oper ganz offensichtlich ein Kriterium nicht erfüllte, das schon Dahlhaus für die Nationaloper als Wesentliches genannt hatte, nämlich die allgemeine Akklamation. Das Musterbeispiel für eine allgemeine und unbestrittene Akklamation ist natürlich der Freischütz. Eine solche allgemeine Akklamation wird aber in allen Ländern als Gültigkeitserklärung für Nationalopern gefordert, weshalb terminologisch auch Nationalopern mit Volksopern gleichgesetzt wurden. Wagners Meistersinger sind aus diesem Grunde, folgt man der Argumentation des 19. Jahrhunderts, aus dem Kreis der Nationalopern auszuschließen. Sie waren im Publikum umstritten, sie waren nach Maßgabe der Zeit avantgardistisch, weshalb sie ja umstritten waren. Sie zielten nicht auf Partizipation an der internationalen Operntradition, sondern sollten, wie alle Werke Wagners, darüber hinausgehen. Und schließlich richteten sich die Meistersinger im nationalistischen Sinne gegen etwas, nämlich gegen Überfremdung, kulturelles Chaos oder welschen Tand. Schon das altdeutsche Sujet war eindeutig konnotiert. Der Mythos des Altdeutschen wurde zur Unterstützung des politischen Ziels der deutschen Integration von oben unter Preußens Führung verwendet. Der nationale Zweck der Meistersinger war auf ein politisches Ziel gerichtet, in dem nicht mehr, wie vorher, die gedachte Kulturnation Fichtes im Vordergrund stand, sondern die politische Hegemonie Preußens. Vielen Dank.